Hallo, meine Lieben. So, das war Abschnitt Muster 3. Mega schön. Da kann ich mir auch echt den ganzen Pullover von vorstellen. So schön. So, was habe ich gemacht? Ich habe eine kleine Schrägung, was ich schon gesagt habe, mit eingebaut für die Ärmel. Und zwar an jeder Seite 3 Maschen. Ich hatte ja angefangen mit 84 oder 85 und jetzt habe ich 91. So, das werde ich jetzt im nächsten Muster auch machen. Ich werde jetzt hier am Rand weiter zunehmen. Und ihr braucht für dieses Muster eine Maschenzahl geteilt durch 12. Das geht ja bei 91 Maschen nicht auf. Das heißt, ich fange hier hinten am Rand und ich habe mich nochmal wieder für das Lilane entschieden. Quatsch, lila nicht. Pink. Mein Gott, Bärbel, fängt ja gut an. Für Pink entschieden und ganz oben kommt dann mein Gelb. So, was müssen wir machen? Wir haben vorne jetzt eine Randmasche. Nach dieser Randmasche müsstet ihr hingehen und sofort 2 zusammenstricken, da das gleich zum Umschlag kommt. Ich werde das nicht machen. Ich möchte hier ja eine Zunahme machen. Ich werde das erst wieder in der nächsten Reihe machen. Hier lasse ich hier vorne meine Maschen, wie sie sind. Muss zusätzlich meine 3 berechnen, die ich auf jeder Seite mehr habe. Also, Randmasche. Und eigentlich 2 Maschen zusammenstricken. Ich mache das nicht. Dann habe ich auf jeder Seite ja 3 Maschen. 1, 2, 3. Und jetzt kommt das eigentliche Muster vom Musterrapport. Das fängt mit 4 rechten Maschen an. Die rechten Maschen 1, 2, 3, 4, dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und 4 rechte Maschen 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir hier eine Zunahme und bekommen an der anderen Seite auch eine Zunahme. Das heißt, wir müssen 2 Maschen wegarbeiten. Dieses machen wir mit einer Spitze. Also da machen wir immer eine Masche abheben, 2 Maschen zusammenstricken und die abgehobene wird drüber gezogen. Das ist schon das ganze Muster. Wieder 4 rechte, 1, 2, 3, 4, Umschlag, eine rechts, Umschlag, 1, 2, 3, 4, wieder eine Spitze, eine abheben, 2 zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen, 1, 2, ich hoffe, es blendet nicht, aber ich bin ja laut genug. 3, 4. Umschlag, rechts, Umschlag. 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Eine abheben,
zwei zusammenstricken, die abgehobene wird drüber gezogen. Bis gleich. So, nächste Reihe. Eine Randmasche und ihr müsst hier vorne die ersten beiden wieder zusammenstricken. Ich nicht, ich hatte drei, eine zugenommen, also muss ich vier. Die zählen nicht zum Mustersatz dazu. Das sind meine Extramaschen. Eins, zwei, drei, vier. Mein Muster fängt jetzt erst an. Zwei zusammenstricken. Diesmal mache ich das, sonst kriege ich zu viel Zunahmen. Zwei zusammenstricken. Jetzt muss ich drei Maschen stricken. Eben waren es vier, jetzt drei. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag. Drei Maschen in der Mitte. Eins, zwei, drei. Noch ein Umschlag. Und hier müsst ihr wieder auf die Spitze kommen der Vorrunde. Dann seid ihr richtig. Also nochmal wieder 3, 1, 2, 3. Da kommt die Spitze. Das heißt, wieder eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Und ihr habt Spitze auf Spitze. Und das soll sein. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind gut. So, weiter geht's. Wieder drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Umschlag. Drei rechte. Eins, zwei, drei. Umschlag. Wieder drei. Eins, zwei, drei und wieder die Spitze. Eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Eins, zwei, drei. Bis gleich. So, ich habe jetzt bis zum Anfang gestrickt. Zwei zusammenstricken nach der Randmasche. Das ist jetzt die eigentliche Randmasche. Ich möchte nicht, dass ihr durcheinander kommt. Nach der Randmasche zwei Maschen zusammenstricken. Zwei rechte Maschen. Eins, zwei, ein Umschlag. Jetzt haben wir fünf rechte Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ein Umschlag. Ich hoffe, das blendet nicht. Ich habe ein ganz doofes Gefühl. Zwei rechte Maschen und wieder die Spitze. Die Spitze bleibt auf Spitze. Eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Ich stell das mal ein bisschen um. Ich setze mich gleich bei der nächsten Reihe mal ein bisschen weiter im Schatten. Also weiter. Zwei rechte, ein Umschlag, eins, zwei, drei, vier, fünf, ein Umschlag, eins, zwei, wieder die Spitze. Eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Spitze auf Spitze und von der ersten Masche drei Maschen, fünf Maschen. Jetzt kommt da, wo wir nachher sieben Maschen haben,
Da kommt noch ein neues Muster rein. Ja, ich setze mich um. Okay, bis gleich. So, in dieser Reihe möchte ich wieder eine Zunahme machen. Das heißt, ich stricke diese beiden nicht zusammen. Ihr strickt die wieder zusammen, um in dem Rapport zu bleiben. Ich stricke bis zu meinen Umschlägen. Also, ihr strickt zwei zusammen, diese beiden. Und dann habt ihr noch eine rechte Masche über. Ich stricke jetzt zwei und dann noch die eine. Jetzt macht ihr einen Umschlag. Jetzt macht ihr zwei rechte Maschen. Eins, zwei, ein Umschlag. Und nun arbeiten wir hier noch eine Spitze rein. Eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen und sofort noch ein Umschlag. Zwei rechte Maschen, ein Umschlag, eine rechte Masche, wieder ein Dreieck. Eine abheben, zwei zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen. Und eine rechte Masche. Ein Umschlag. Zwei rechte Maschen. Ein Umschlag. Eine abheben. Zwei zusammenstricken. Die abgehobene drüber ziehen. Und sofort einen Umschlag. Zwei rechte Maschen. Umschlag. Eine rechte Masche. Und wieder das Dreieck. Bis gleich. So, nächste Reihe. Unsere Randmasche. Zwei zusammen. Ein Umschlag. Drei Maschen. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag und wieder die Spitze. Eine abheben, zwei zusammen und die abgehobene drüber ziehen. Spitze auf Spitze. Ein Umschlag, drei rechte, eins, zwei, drei. Und jetzt haben wir alle Maschen hier unten zur Spitze abgearbeitet. Ein Umschlag, eine abheben, zwei zusammen, die abgehobene drüber ziehen. Sofort wieder ein Umschlag. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag, eine abheben, zwei zusammen, die abgehobene drüber. Spitze auf Spitze, Umschlag, drei rechte, eins, zwei, drei, Umschlag und Spitze. Eine abheben, zwei zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen. Eine Musterreihe kommt noch. So, das ist unsere letzte Musterreihe. Strickt jetzt alle Maschen rechts. Ihr habt die Randmasche und 1, 2, 3, 4, 5 Maschen habt ihr. Bis wir wieder da die Spitze machen können. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5 und wieder da, wo wir letzte Mal waren, mit den Dreien. Die kommen dreimal übereinander, die Spitze. Dieses könnt ihr jetzt so lange fortlaufend wiederholen, wie ihr das möchtet. In Reihe 15 ist das Muster eigentlich Ende. Man kann dann noch die Reihe 17 machen. Die Reihe 17 wird glatt rechts gestrickt, so wie ich die Reihe 1 und 2 gestrickt habe. Ich bin erst zweimal drüber gegangen und dann bin ich mit dem Muster angefangen in Reihe 3. Das kann man dann so handhaben, wie man möchte. Wenn man das jetzt wiederholen möchte, dann macht man keine Zwischensumme, keine Zwischenreihe, dann fängt man einfach mit dem Rapport, wie ich euch das gezeigt habe, fängt man hier unten wieder an. Also da sind so viele Möglichkeiten. Ich liebe einfach, Ajourmuster zu stricken. Gut, dies mache ich jetzt noch mit euch. Ich war ja noch nicht fertig. Also ein Umschlag, wieder die Spitze, ein Abheben, zwei zusammen und überziehen. Umschlag, immer wichtig. Und jetzt wieder, ich zähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rechte Maschen. Wenn ihr das auch habt, habt ihr alles richtig. Dann wieder ein Umschlag, eine abheben, zwei zusammenstricken und die abgehobene drüber ziehen. Wieder ein Umschlag und wieder 9 rechte Maschen. Die fünfte ist auf dem Dreieck. 6, 7, 8, 9 und fertig. Ich werde mal gleich meine Höhe messen. Ich möchte so ungefähr 60 cm haben. Dann habe ich ja noch eine Farbe und dann mache ich das Rückenteil. Das Rückenteil werde ich ganz gerade abketten. Ja, und wenn ihr Fragen habt, her damit. Für einen langen Podcast habe ich erst zwei Fragen von euch. Einmal soll ich euch ja erzählen, wie ich zum Stricken gekommen bin. Dann war da noch eine Frage, die habe ich aber nicht mehr im Kopf. Und ich kann euch erzählen, ich war heute das erste Mal im Altenheim. Das erzähle ich euch aber bei einem langen Podcast. Bin mal gespannt, was ihr so alles so fragt. Ich bin sehr gut zufrieden. Auch die Wolle kann ich wärmstens empfehlen. Jo, das war's von mir. Hier wird heute fleißig weiter gestrickt. Heute ist Mittwoch und mittwochs ist immer um 19 Uhr Handarbeiten. Was kann ich sonst noch sagen? In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für eure Kommentare und für alle Neuen. Ich bin die Bärbel, die jeden Tag strickt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht gut. Bis denn. Ich hol die Schnut. Und tschüss.